Blockdiagramm von so, ich sag mal, Diagonalsystemen. Später werden wir noch kennenlernen, dass das Jordan- oder Modalform heißt. Ist geschickt, wenn man die Integratoren untereinander zeichnet. Man kann aber auch nach Schema F vorgehen und erstmal sagen, okay, ich schreibe erstmal meine Differentialgleichung hin. Dann ist x1 Punkt gleich x1 plus u. x2 Punkt ist x2 plus u. x3 Punkt ist das x3 plus u. Nee, Quatsch, x2 minus, sorry, minus 2 und das ist minus 3. Nee, minus, ja. Minus 1, also minus 2 und minus 1 hier, plus u jedenfalls. Und dann hier y ist 1x1 plus 2x2 plus 3x3 und kein u. So, und wie gesagt, bei so einem Diagonalsystem ist es geschickt, wenn man die Integratoren untereinander schreibt. 1 durch s, 1 durch s und 1 durch s. Wenn hier oben x1 rauskommt, dann muss ich das also mit 1 multiplizieren, um das hier vorne wieder einzuspeisen. Ja, das x2 multipliziere ich mit minus 2, also steht hier minus 2. So geht hier auf den Summierer drauf. Und das x3 multipliziere ich mit minus 3. Also haben wir hier minus 3, wird hier vorne drauf addiert. So, in jedes geht jeweils ein U rein, das heißt, ich kann hier vorne ein U hinschreiben und es geht in, ups, in diese drei auf diese drei Summierer drauf. Dann habe ich die ersten drei Zeilen abgebildet und jetzt brauche ich noch das Y. Das Y geht ein X1 rein, also können wir da einen Strich ziehen. Das X2 wird mit 2 multipliziert, also haben wir hier die 2, X3 wird mit 3 multipliziert, also steht hier Faktor 3. Und das geht alles hier auf den Summierer drauf. Und hier kommt das Y rein, raus. Bitte? Ja, sorry, minus 1, ja. Minus 1. Genau. Also ist in der speziellen Form geschickter, wenn man das untereinander hinschreibt. Hätten wir jetzt auch nebeneinander schreiben können, ist nicht falsch, aber so ist ein bisschen übersichtlicher. Wenn Sie jetzt in der Klausur das nebeneinander hinschreiben, ist das genauso richtig. Genauso richtig, solange alle Pfeile richtig sind und Verstärkungen.